Chef von Wüstefeld, liebe Katharina Goldny, meine sehr verehrten Damen und Herren. In Buhl gibt es seit geraumer Zeit ein Beachvolleyballfeld oder mehrere Felder und das fing an mit dem Deal. Stefan Wüstefeld hatte die Idee und sagte, ich baue euch das dahin. Wir als Stadt haben den guten Boden zur Verfügung gestellt. Das war bereits im Jahr 2005 und seit der Zeit steht diese Fläche auch für den Boden Schulsport zur Verfügung. Und das wurde dann etwas verwandelt 2018, bedingt durch die Baumaßnahmen an Ort und Stelle musste das Feld verlegt werden. Aber es war in unmittelbarer Nachbarschaft, jetzt auch sogar eine Tribüne. Und seitdem bereichert diese Volleyballanlage, Beachvolleyballanlage, das Sportangebot hier in unserer sportlichen Stadt Brühl. Und vor allen Dingen die Schulen profitieren davon. Und jetzt kommt noch der nächste Schritt, denn es freut mich sehr, dass du gemeinsam mit einigen deiner Kunden gesammelt hast und hast 15 Volleybälle im Wert von 750 Euro, die du jetzt den Bundesschulen spendest. Ganz herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Denn auch wenn Volleyball und Beachvolleyball vom Grundprinzip her ähnlich sind, gibt es doch starke Unterschiede, beispielsweise in Bezug auf die Anzahl der Spielerinnen und Spieler, die Länge der Spielzeit und des Spielfeldes. Und gerade ist im Untergrund natürlich der entscheidende Unterschied. Das wirkt sich dann auch auf die Bälle aus. Hier braucht es geeignetes Material. Der Hallenvolleyball ist etwas kleiner und hat eine härtere Oberfläche. Beim Beachvolleyball ist der Ball etwas größer. Die Oberfläche ist weicher und der Ball wird nicht so hart aufgebaut. Wer denkt, er könnte von einer Sportart einfach in die andere wechseln, der irrt, denn die Unterschiede zwischen beiden Sportarten sind doch enorm, gerade was die Technik angeht. Aber neben allen Unterschieden an den beiden Sportarten gibt es doch eine, mindestens eine Gemeinsamkeit, die machen enorm Spaß. Ich wünsche deinen Sportlerinnen und Sportlern der Gesamtschule des Max-Ernst-Gymnasiums und des St. Russland-Gymnasiums, denen diese Spende zugutekommen wird und deren Oberstufen den Beachvolleyball bereits häufig nutzen, viel Freude an den Wellen, an der frischen Luft und dem feinen Sand. Und ich bedanke mich im Namen der Stadt für diese großzügige Spende und auch für das jahrzehntelange Engagement. Stefan Wüstefeld, herzlichen Dank dafür und weiterhin viel Erfolg. Ja, erstmal vielen, vielen Dank. Aber ich würde fast sagen, wenn ich besser hätte, ich es auch nicht sagen können, geschweige denn schreiben können. Ich bedanke mich natürlich auch über die außerordentlich gute Zusammenarbeit. Ich würde jetzt behaupten, es ist der einzige Akt in dieser Übertragung, aber schon ein sehr seltenes, gelungenes, eine sehr seltene gelungene Kooperation mit der Stadt Brühl, einem privaten Investor und den Brühler Schulen. Und ich darf auch noch sagen, parteiübergreifend, muss ich auch noch sagen, du bist ja SPD-Mitglied und der damalige Bürgermeister war CDU-Bürgermeister. Also parteiübergreifend können wir uns für eine gute Sache einsetzen. Das finde ich auch in Brühl außerordentlich wichtig und außerordentlich gut. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, der soll in Zukunft hoffentlich so weitergehen. Vielen Dank. Auf eine gute Zusammenarbeit. Thank you.